Liebes Tagebuch, mein Name ist Damakash oder in Jorvik kennt man mich auch unter dem Namen Aida Strawberry Cake und ich erzähle dir heute wieder, was so passiert ist in der letzten Woche der Laughing Dreamers. Am 13., das war der Samstag, wollten wir eigentlich nochmal Reitunterricht vor dem Turnier machen. Es waren aber nur eine Handvoll Leute da, also ist das Clubtreffen ausgefallen. Das Wetter ist einfach so schön und da sind die meisten Leute dann doch eher draußen unterwegs, glaube ich. Beim Träumertreffen am Sonntag haben wir wieder viel, viel Spaß gehabt, haben einen tollen Ausritt gehabt und ja, es war wieder sehr, sehr toll. Ich lade dich natürlich auch herzlich ein, morgen zum Träumertreffen zu kommen, wieder um 15 Uhr bei Rosi der Kuh. Du kennst es schon, auf Server 4 treibe ich mich rum. Und dann wurde es Zeit für das Serverturnier. Am Montag startete es mit der Disziplin Dressur, wo ich finde, dass die Träumer sich wirklich gut geschlagen haben. Etwas schade war, dass man nicht alle von den anderen Clubs sehen konnte, weil das serverbedingt ein paar Spieler ausgeblendet wurden. Aber ich finde, es waren alle richtig gut und ja, wir haben uns auf alle Fälle nicht zu doof angestellt. Nicht so wie am Dienstag, wo sich alle aus dem Club wirklich viel Mühe gegeben haben und ich mich dann im Stechen wirklich doof angestellt habe und leider das Rennen versiebt habe. Aber das konnten Colette, Gabrielle und Henriette am Mittwoch im Gelände auf alle Fälle wieder rausholen. Die Ergebnisse von dem Serverturnier bekomme ich aber erst heute Abend. Das heißt, jetzt wo du dieses Video siehst, weiß ich noch gar nicht, ob wir gewonnen haben. Das erfährst du dann im nächsten Club-Tagebuch. Am Donnerstag war dann Mottoritt angesagt und das Motto war, kleide dich entsprechend in der Farbe, wie du dich gerade fühlst. Also man sollte seine Gefühle farblich untermalen und das passende Pferd dafür auswählen. Und wir hatten von grün über rosa und braun und schwarz alles Mögliche dabei. Dankeschön für Lisa. Dankeschön dir, liebe Lisa, dass du das Ganze geleitet hast. Da wir ja so viel Unti hatten und so viel geübt haben, hat sich Atem am 19., also gestern, im Unterricht gedacht, nee, pass auf, wir machen heute Spiel und Spaß mit Atem. Und wir sind einmal um den Moorlandstall geritten, rückwärts, und sind dann zu Fuß des Moorland-Championat abgelaufen als Wettrennen. Und zum Schluss waren wir dann noch in der Disco. Danke dir, Atem, für die Leitung dieses Clubtreffens. Nächste Woche wird dann wieder alles ganz normal vonstatten gehen. Ganz normal voll ist auch weiterhin die Warteliste. Du siehst sie jetzt hier eingeblendet. Also momentan ist wieder oder immer noch kein Vor und kein Zurück. Das wird auch wohl sicherlich erstmal noch eine Weile so bleiben, aber herzlich willkommen natürlich an die neuen Träumer, die dann Mittwoch sich gleich reingestürzt haben in das Turnier. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war sie, die Woche unserer Träumer. Ich hoffe, du hast jetzt ein ganz tolles Wochenende und ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, du kannst das Wetter ein bisschen genießen und vielleicht sehen wir uns in-game oder lesen uns unter einem der nächsten Videos. Bis dahin, alles Liebe dir. Ciao, ciao. Deine Damakash oder eben auch Aida Strawberry Cake. Yeah, we'll stick together.